Thomas Jeffrey Hanks, geboren 9. Juli 1956 in Concord, Kalifornien, ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur, Filmproduzent und Synchronsprecher. 2020 nahm er die griechische Staatsbürgerschaft an. Oscar für den besten Hauptdarsteller in Filmen wie Philadelphia oder Forrest Gump. Er hat 4 Golden Globes erhalten. 2002 jüngster Darsteller mit AFI Life Achievement Award für sein Lebenswerk geehrt worden. Er hat ein turbulentes Familienverhältnis. Eltern sind Amos Hanks und Janet Marilyn Frager. Aber sie haben nicht lange gehalten, da irgendwann die Scheidung eingetreten ist. Aufgewachsen mit Geschwistern Sandra und Lawrence, die bei ihrem Vater aufgewachsen sind. Ein jüngerer Bruder ist Jim Hanks, er blieb bei seiner Mutter. 1978, ein paar Jahre mal wieder zurück, heiratet Samantha Lewis, 1987 dann die Scheidung. 2 Kinder aus der Ehe, Colin und Elizabeth. 2002 starb Lewis an Knochenkrebs. 1988 heiratete er Rita Williams. Daraus entstanden 2 Söhne, Chet und Truman Hanks. 1988 konvertierte Hanks zur griechisch-orthodoxen Kirche. 2020 er und Ehefrau dann zur griechischen Staatsbürgerschaft. Denn sie haben dort ein Haus auf der Insel Antiparos. Er ist ein weit entfernter Verwandter von Abraham Lincoln. Ururgroßeltern sind William und Sarah Hanks. Sie sind halt die Vorfahren. 2020 Hanks ältester Promi an Corona erkrankt. Interview mit Stephen Colbert sagte, er sei im Flug nach Sydney infiziert worden, höchstwahrscheinlich. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück, und zwar in die Highschool-Zeit von Hanks. Tom Hanks interessierte sich sehr häufig an Schauspielen an seiner Highschool. Nach Abschluss der Highschool beginnt ein Schauspielstudium. 3 Jahre hat er dann bei der Great Lakes Theater Festival in Cleveland mitgewirkt. Erfahrung hatte dort in allen theaterbetreffenden Bereichen gesammelt. Erste Rolle war dort dann in Shakespeares 2 Herren aus Verona. Dafür hat er auch den ersten Award seines Lebens gekriegt, den Cleveland Critics Circle Award für diese Rolle. 1979 zieht er dann nach New York um. Hat er dort dann seine ersten Fernseh- und Filmrollen. Sitcoms sind unter anderem Bosom Buddies. Gastauftritte hatte er dann in Taxi oder Happy Days. Kennengelernt hat er dann irgendwann Ron Howard, wo er immer noch dann in vielen Projekten mitspielt. Durch Howard hat er auch seine erste Hauptrolle überhaupt gekriegt in Splash, eine Jungfrau am Haken. Weitere erfolgreiche Komödien folgten wie Geschenk ist noch zu teuer oder Scott and Hooch. Ernste Rollen sind wie im Fegefeuer der Eitelkeiten und eine Klasse für sich. 1993 dann der Durchbruch mit Schlaflos in Seattle und Philadelphia. Den ersten Oscar erhielt er für Philadelphia und seinen zweiten Oscar für Forrest Gump. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. In seiner ersten Oscar-Rede dankte er einem schwulen Lehrer. Dies war Anstoß dann für den Film In and Out. Es erfolgten weitere erfolgreiche Filme wie Apollo 13, Der Soldat James Ryan, Cast Away oder The Da Vinci Code. Um glaubhaft rüberzukommen, hat er sehr, sehr viele Strapazen angenommen. In Cast Away war er dazu verpflichtet, sehr viel zu und wieder abzunehmen und das in kurzer Zeit. Dies führte dann dazu, dass es zu mehreren Monaten Drehabbruch ging. 1996 Gründung der Firma Platoon mit Gary Guseman. Erster Film in dieser Firma war
The Things You Do. Dort hat er Drehbuch, Regie, Hauptrolle und Filmmusik mitgemacht. Mit Frau Rita Williams hat er dann die erfolgreiche Filmreihe gemacht. My Big Fat Greek Wedding. Sprechrollen hatte er unter anderem in Toy Story, Polar Express, Simpsons der Film und diversen weiteren, wo es nicht so häufig vorkam, dass er dort erwähnt wurde. Einen wortlosen Auftritt hatte er 2004 in Elvis Has Left the Building. 2015 hatte er eine Hauptrolle im Musikvideo von Carly Rae Jepsen's Song I Really Like You. 2017 hat er eine Kurzgeschichtensammlung geschrieben namens Schräge Typen, wo es meistens um Leute ging, die eine Schreibmaschinensammlung sammeln. Tom Hanks besitzt unter anderem eine Schreibmaschinensammlung von 250 Modellen, unter anderem eine Erika E10 aus der DDR. 2021 moderierte Tom Hanks unter anderem auch noch Celebrating America. Das war ein Special zum Tag der Amtseinführung von Joe Biden. 2019 hat er mit Gary Goosmans eine 12-teilige Doku-Reihe über die Geschichte von den Jahren 1920 bis jetzt zu den Hollywood-Kinofilmen zusammen gemacht. In der Zusammenarbeit war unter anderem auch noch CNN beteiligt. 2005 ist er Vorstandsmitglied und 2009 Vertreter der Schauspielfraktion und Vizepräsident der Academy of Motion Picture Arts and Science, die Oscar verleiht. Er hat eine Begeisterung für Weltall und ist ein Star Trek Fan. Dokus hat er unter anderem gemacht über amerikanisches Apollo-Programm und ist Mitglied der National Space Society. 1996 wurde ein Asteroid zu Ehren von Tom Hanks benannt. Er ist Anhänger des englischen Fußballclubs Aston Villa. Deutsche Synchronsprecher sind unter anderem 1980 Arne Elstholz. Andere Synchronstimmen waren Detlef Bierstedt, Joachim Tennstedt oder Eckhard Belle. Wenn Animation oder Zeichentrick gemacht wurden mit Tom Hanks, sind es andere als Arne Elstholz, Ausnahme der Polar Express. Unter anderem in Toy Story waren Per Augustinski und danach Michael Bulli Herbig. Als Forrest Gump nur noch Arne Elstholz. Ab 2016, nach dem Tod von Arne Elstholz, abwechselnd von Joachim Tennstedt und Thomas Nero Wolf synchronisiert. Ihr seht, ein sehr, sehr turbulentes Leben hat Tom Hanks bis heute geführt und er ist immer noch sehr, sehr erfolgreich. Und mehr gibt es über diesen Mann nicht zu erzählen. Ich habe alles erzählt, was in seinem Leben bis jetzt passiert ist. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schreibt gerne in die Kommentare, wen ihr als nächstes sehen wollt oder wen ihr als nächstes von mir hören wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren nicht vergessen, liken und jetzt kommt das Outro und ciao, ciao, ich bin raus. Euer Mario.